So. Gut, auf dem Weg Richtung All. Und da haben wir es offiziell geschafft. Die Musik ertönt. Wir sind im All. Complete. Das gibt Geld, freut mich. Kann ich jetzt den Teil theoretisch einfach absprengen? Dann gucke ich, wo der. Super. Der ist gerade ziemlich hoch. Das freut mich. Jetzt sind wir oben. Da observieren wir mal das Mystery Goo. Da kippen wir die Data. Wir sind gerade ziemlich weit oben. Über Mondumlaufbahn. Wo ist denn der gerade? Oder so in Höhe. Stocking? Na, doch nicht. Das ist ein Asteroid. Ich hab's schon mal gehabt, dass einer eingeschlagen ist beim Space Center. Und Crew-Report von hier oben bringt auch 5 Science. Und ich wage es sogar mal auszusteigen. Dann hier ein EVA-Report. Der bringt auch gut. So. Jetzt bloß nicht Space drücken, sonst treibe ich im All rum. Und jetzt wieder Rückkehr. Hier mache ich mal Zeitraffer rein, denn so hier die Hitzeschicht der Atmosphäre, das war bei den, ich glaube, bei der ersten Version auch noch nicht so und auch in der Demo ist es nicht. Ich mache mal Bremse rein. So. Kritische Geschwindigkeit ist raus, das heißt, ich kann den Fallschirm zünden. Wir sind in grüner. Und jetzt sicher aufsetzen. Hier grüne Geschwindigkeit ist, das heißt sicheres Aufsetzen. Hier heißt totales Bumm und hier weiß ich nicht, was es heißt. So. Da steige ich jetzt nochmal aus. Denn wir sind hier, glaube ich, in einem anderen Gebiet. Ich weiß nicht. Gut. Take Surface Sample. Bringt auch seins. EVA Report. Plant Flag. Wie nennen wir die denn? Einmal Weltall und. Richtig geschrieben. Ein. Sag mal, einmal Weltall und. Zurück. Okay. Review-Sample bringt dir hier was? Ja. Review-Report bringt auch ein bisschen was. Gut, transmitten muss ich jetzt gar nichts. Da hänge ich mich mal dran und dann gehen wir an Bord. Und dann recovern wir das ganze Ding. Science bringt es. Es bringt doch gut Geld. Oh, das passt doch. Da mache ich weiter researchen. Was skille ich die? Irgendwo.
brauche ich erstmal nicht. Die könnte ich brauchen. Ich kann ja auch das mal researchen. Jetzt habe ich noch 30. Das würde 45 kosten. Die kosten gleich. Das wäre Forschung und Batterie. Das wäre nützlich. Das ist es. Das hier wären Überleben. Das wäre Stabilität. General. Und das hier wäre Raketentechnik. Naja, ich weiß nicht, auf was ich skille. Ich weiß es gerade echt nicht. Mal sehen, was haben wir denn für neue Aufträge? Orbiten? Naja, gerade noch nicht. Nee. Nee. Von Rockmax. Los. Ich glaube, da muss ich nur mit Boostern arbeiten. Die Rakete an sich eigentlich schon ganz okay so. Na, ich will den hier abbauen. Der fliegt raus. Dann will ich am liebsten hier so 4 Booster dranhängen. So, dann einfach hier 4 davon, um steuerbar zu sein. Gut. Ja, dann würde ich sagen, lunchen. Auch funktioniert. Super. Damit dürften wir noch höher kommen. Im Sandbox ist es mir allerdings mal passiert, dass ich einen Orbit um die Sonne gekriegt habe und nicht mehr zurückkam. Ja, zum Glück passt es noch. TR. Ich weiß nicht, ob wir die Kontrolle behalten. Tja. Das werden wir dann sehen. Erstmal Lunch. Gut, katapultieren uns gleich gut nach oben. Da ist der Mond. Das ist die Sonne. Warte mal, ich will gerade mal was gucken. Nee, nicht ganz. Diese Asteroide sind aber gefährlich nah. Staging. Ich will mal hier bei dem Teil hier bleiben. Ich kann noch mal in die Innenansicht. So sieht's bei Jebediah gerade aus. Sicher sieht's so schlecht bei dem aus, weil wir hier so ein Dings dran gepappt haben. Raus. Booster weg. D-Start. Diesmal will ich gar nicht so weit wegziehen. Diesmal versuche ich mal. Ich
versuche gerade mal ins Innere zu kommen. Ich guck mal, wie weit wir kommen. Gut, das war's. Ich mach kurz eine Pause, denn das Fenster hat sich gerade verschoben. Steuerung alt. Ja, das Fenster lässt sich gerade nicht verschieben. Ich mach Dings, wenn ich wieder am Boden bin, eine kurze Aufnahme. Pause. Dann fliegen wir halt gerade mal kurz ohne Orbit-Map. Okay, das war jetzt nicht geplant. Gefährlich sein. Gut, das bringt nichts. Da habe ich keine Kontrolle mehr. Tja, ich hätte den vielleicht erst ausschalten sollen. Dann observate ich gerade mal das GU. Keep Data, Observate GU. In der Atmosphäre bringt es bestimmt auch was. EV Crew Report. Keep Data. Komm, der muss doch gleich mal leer sein. Ah. So sieht das bei Zeitraffer aus. Jetzt gleiten wir hier gerade über die Erde. Aber zum Glück in keinem Orbit. Pup, der war etwas früh gezündet. Ich bin aber auf keiner roten Geschwindigkeit. Das heißt, er dürfte auch nicht abreißen. Upp, da geht er auf. Wenn man hier den Zeitraffer drin hat, kann es passieren, dass er nicht aufgeht. Und das... Ja. Dann Boom, Peng, Kapau, tot. Und aufgesetzt. Ich steige mal aus. Und versuche mal den Berg da zu erklimmen. Damit man hier noch was sieht. Ich weiß nicht, wie die Rocket Booster funktionieren am Rucksack. Keine Ahnung. Damit kann man auch irgendwie abheben, aber ich weiß nicht wie. Ja, wenn man das gleichzeitig drückt und springt, dann legt er sich auf die Fresse. Das ist toll. Meter für Meter kämpft er sich hoch. Super, wir haben auch den Auftrag complete. So. Ich hab doch keinen Bock dahin zu rennen. Der EVA-Report, den machen wir, das Zoffi ist.